Freiburgs Trainer Christian Streich hat eine Annullierung der gelb-roten Karte seines Kapitäns Nils Petersen bei der 0:2-Niederlage beim FC Schalke 04 gefordert. Der Grund hierfür: Petersen soll nicht mitbekommen haben, dass er eine gelbe Karte sah, weil Schiedsrichter Tobias Dieler sie ihm nicht deutlich erkennbar gezeigt habe. Alles andere als eine Rücknahme wäre ja absurd. Das geht ja nicht, sagte Streich, wenn ein Schiedsrichter eine gelbe Karte gibt und der Spieler kann sie nicht sehen und nicht wahrnehmen, dann hat er ja keine gelbe Karte gekriegt. Wie soll er dann denken, er hätte eine? Die zweite war also erste. Streich ist sicher, dass Petersen Erteilung der gelben Karte nicht mitbekommen hat, selbstverständlich nicht. Er hat ja hinten keine Augen, das kann jeder im Fernsehen sehen. Das ist unglaublich.